Ist ja mies. Jetzt musst du es aber trotzdem nochmal ändern, damit wir alle Rätsel haben. Was? Ändern? Na, du musst trotzdem gucken, ob jetzt hier ein anderes Rätsel im Deutschen wäre, damit wir das auch haben. Na, wenn an der Stelle ein anderes wäre, dann wäre das ja ins Spiel hier vielleicht gar nicht einprogrammiert. Ah, okay. Das ist es ja. Okay. Ah, oh, der dritte... Aber dann geht's hier ja um Planeten und nicht um Sterne. Ja. Vielleicht ist es deshalb. Oder um Himmelskörper. Ja, Himmelskörper wahrscheinlich. So also war das Wort Sterne sowieso ein Scheiß. Mhm. Ja. Okay. Dann... Hätte man nicht Sterne gesagt, sondern Himmelskörper, wäre es einfacher gewesen. Ja. Hast du das schon? Das hat Spaß gemacht, danke. Oh, sehr gerne, Doc. Ein tolles Gehirntraining, was? Hey, möchten Sie vielleicht eine Runde mit mir laufen? Nein! Möchten Sie vielleicht eine Runde mit mir laufen? Nein! Nein! Oh, ich weiß nicht so recht. Ich glaube, dieses ganze 1-2-1-2 würde mich überfordern. Da muss ich leider passen. Sie können nicht zählen? Du bist schon an der Themse. Fahrrad. Okay. Hä? Fahrrad. Okay. Ich versuche hier gerade. Das war echt schlecht gerade. Ja. Ich habe überall hingeklickt, nur nicht da, wo es. Oh Mann. Okay. Los. Ja, die Themse. Aber tatsächlich gab es also Rätsel, bei denen es verschiedene Sprachversionen gibt. Interessant. Ja gut, ich kann es auch selber googeln, die Seite. So ist ja nicht so. An der Themse angekommen. Hier findet das Fest also statt, ja? Hier ist ja mehr los, als ich dachte. Oh, schaut, es gibt Eis. Später! Schon gut, Charles. War doch nur ein Witz. Die Ermittlungen haben Vorrang, weiß ich doch. Aber erstmal eine Kugel Vanille. Muffins. Frisch aus dem Ofen. Riech doch nur. Es war also nur ein Witz, wirklich? Man würde kaum ahnen, dass hier etwas Schreckliches passiert ist, oder? Die Leute haben offenbar jede Menge Spaß. So wie Emmy damals. Aber wenn wir unserem Reporter Franz Samuel Sniffler glauben, weiß die Öffentlichkeit doch von den Vorfällen. Vielleicht sollten wir uns hier mit ein paar Bürgern unterhalten und versuchen, etwas Neues herauszufinden. Oh, guck mal, die Matrose. Der Matrose, die Matrosin. Ich weiß es nicht mehr. Howards Mutter. Hä? Howards Mutter. Howard! Okay, wo wir erstmal ein bisschen rumgucken. Schauen. Oh, Löwen! Das Tanzen der Lichter hat auf dem Wasser ist wirklich bezaubernd. In der Laterne links ein Rätsel. Okay. In der nicht. Oh, eine Kuriosität. Sentimentaler Soundtrack. Schön. Ja. So, aber links ist dann Rätsel. Nicht da. In welcher Laterne denn dann? Da, auf der links, am Ufer. Ach so, die. Okay, dann weißt du ja, die anderen beiden Laternen haben auch was. Nicht vergessen. Aha, dachte ich mir doch, dass hier etwas funkelt. Ein Rätsel. Das ist ja seltsam. Ich dachte, das wäre nur irgendein Deko-Gegenstand. Es funkelt bestimmt noch heller, sobald ich das Rätsel gelöst habe. Bestimmt irgendwas mit Leuchten. Die Sterne. Kükenkäfig. Kükenkäfig. Oh nein. Aha. Oh, schön. Okay, wieder ändern? Ja. Verwende die drei Umzäunungen, um den Küken ein Bett zu bauen. Verschiebe die Umzäunung so, dass jedes Küken sicher verwahrt ist. Also. Ach so, ich muss so, dass die... Ach, dass jedes Küken sicher verwahrt ist, aber wahrscheinlich jedes einzeln, oder? Oder ist einfach nur wichtig, dass... Ich glaube, das ist jetzt die Frage. Dass jedes sicher verwahrt ist. Platziere die Küken in den Umzäunungen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die so platzieren muss, dass auch tatsächlich jedes
Küken. Ah nee, man darf gar nicht ineinander. Oder? Hä? Doch. Nee. Doch, man kann ineinander verschieben. Bei mir nicht. Bei mir wird's dann rot angezeigt. Nee, bei mir wird's nur rot angezeigt, wenn... Achso, hier, ja. Wenn ich in einen Küken rein lande. Ja. Ich habe mit einem Küken immer Probleme. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es echt so ist, dass man... Dass das da hinkommt. Das vielleicht da. Ja, eins bleibt bei mir auch, aber da sind noch zwei bei mir in einem Einzelnen. Das kann ja auch nicht sein. Ich hab's. Warte mal. Oh Gott. Aber die müssen alle wirklich einzeln sein, ne? Nee. Nee? Die dürfen ruhig... Dürfen auch mehrere in einem sein. Ach so. Aber die können auch ruhig übereinander gehen, oder wie? Die Dingens da können ruhig übereinander gehen. Okay. Aber es ist manchmal sehr knapp mit den Küken. Also musst ein bisschen rumfummeln. Ja. Auch nicht. Ich war schneller. Ja, warst du. Herzlichen Glückwunsch. Ding. Das sollte reichen, denke ich. Juhu, verloren. Ja. Mist, ich hab langsam Rückstand. Ja. Wie kuschelig! Die Küken haben jetzt ihr eigenes kleines Nest. Leider nicht so geräumig wie erwartet. Bodenhaltung. Ja, ich weiß. Du bist nicht so der Fan davon. Nee? Du magst lieber Freiland. Ja. Ist Bio gleichzeitig Freiland oder gibt's auch Bio aus Bodenhaltung? Bio aus Bodenhaltung gibt's nicht. Okay. Soweit ich weiß, jedenfalls. Also ich bin mir sehr sicher. Ja, wird sicherlich rumgetrickst. Da, habe ich's doch gesagt. Jetzt, da ich es gelöst habe, funkelt es noch heller. Oh ja, Miss. Du bringst einfach alles zum Funkeln. Wie meine Augen? Nee, die nicht. So was wie tot wie seine Augen sind. Ja. jetzt hole ich mir alles andere nach. Ja. Wir müssen echt mal so, ich muss das zum nächsten Mal die Folgen durchgucken. Und dann müssen wir mal einen Spielstand irgendwie rausfinden. Oder ein Zuschauer muss mal einen Counter machen. Ein Turm, links, rechts, rechts ist ein Turm. Da ein Turm. In welchem? In dem? Ja. Ist eine Hinweismünze. Da unten sind noch so welche. Was, irgendwo hier an dem Schiff, was ist das? Noch eine Hinweismünze? Dann müssten wir alle haben. Wenn ein Boot vorbeikommt und Wellen aufwirft, wackeln die Spiegelungen so wunderbar. Ja. Oh ja. Die Themse ist heute Abend sehr ruhig. Es gibt ja kaum einen Wind. Apropos, Kind? Ja. Welches? Das beide. Das beide. Dann nehme ich das rechte. Ah! Okay, ich denke mir mal an, ich die linke, du den rechten. Ja. Oh wow! Oh wow! Das ist also das Uferfest? Ich kann es gar nicht fassen. Das ist das Beste! Ich weiß! Es ist nicht einfach das Beste, aber es ist halt auch das berühmteste Fest von ganz London. Ich hatte gehört, es wäre voll langweilig. Aber schau dir nur all die Leute hier an. Hierher zu kommen war die beste Idee, Punch! Ich hätte so gerne mit dir beim Uferbekenntnis mitgemacht, aber offenbar muss man sich im Voraus anmelden. Oh nein, echt jetzt? Oh, wir wollten doch allen zeigen, wie verliebt wir sind. Oh. Na, muss man das jedem zeigen? Ja, muss man. Nein. Oh. Ja, so verliebt sind wir. Ja. So, komm, nochmal. Ja. Arr, habt ihr schon gehört, was heute Morgen passiert ist?
Offenbar wurde so ein Knirps in den Fluss geschubst und dann hat sich auch ein Mädel am anderen Ufer ins Wasser gestürzt. Ein Mädel vom anderen Ufer. Nein. Haargenau wie in der Legende der Themse. Als drei Käse hoch habe ich doch früher Shanties drüber gesungen. Hab gerade rausgefunden, dass heute Abend so ein großes Uferbekenntnis steigen soll. Traurig, das mit dem vermissten Pärchen und so, aber ich möchte mir das Brimborium trotzdem anschauen. Ja, ja. Offenbar haben die tragischen Ereignisse sogar noch mehr Leute hergezogen. Ja, früher war das Uferfest eher immer mäßig gut besucht. Vielleicht wussten auch nicht so viele Leute davon. Jetzt haben sie wohl von den Vorfällen gehört und möchten sich hier unten persönlich ein Bild von den Festivitäten machen. Einfach nur geschmacklos. Tja, so läuft das nun mal schön. Erst wenn die großen Schlagzeilen kommen, warum auch immer, fällt den Leuten auf, was sie verpassen. So wie all die Leute hier gerade in der Gegenwart einer großen Detektivin sind, aber nichts davon wissen. All die Leute? Wer sind denn all die Leute? Howards Mutter. Howard! Komm her und wasch mir den Rücken! Ich komm ja gleich! Oh Gott, ich hör auf. Dein Name steht sicher bald in der Zeitung, Miss Layton. Mach dir da mal keine Sorgen. Ich gehe zu einer Zeitung und schreib ihn rein. Catriel Layton. Fertig. Ja, hoffentlich. Aber bisher haben wir noch nichts über die Vorfälle herausgefunden, oder? Nein, hier sind so viele Leute wegen des Festes. Aber irgendwie hat offenbar niemand etwas gesehen. Wir dürfen nicht vergessen, dass an beiden Ufern etwas passiert ist. Wir sollten uns auch die andere Seite ansehen. Kommt, ihr beiden. Ich komme, Miss. Nein, bitte nicht. Merkwürdige weiße Flüssigkeit zur Themse hinzugefügt. Dadadadam. Aua! Warum trittst du mich? Und was du eine schlägst Merkung. Mich, du trittst mich! Das hätte Mark nie gemacht! Nein, Entschuldigung. Das war gemein! Das war gemein. Ja, ich weiß, das war echt gemein. Das ist nicht so gemeint gewesen. Das war gemein. Es war nur ein Scherz. Hier hat sich die vermisste Frau also ins Wasser gestürzt. Aber weißt du, warum Mark das nicht gemacht hat? Weil er die meiste Zeit nicht neben mir saß. Ja. Dann sind wir das auch gemacht. Ja. Mark hatte nie wirklich die Möglichkeit dazu, ganz genau. An diesem Ufer ist es totenstill, ganz anders als drüben, wo das Fest stattfindet. Ja, aber es gibt trotzdem jede Menge Passanten. Vielleicht hat ja jemand etwas gesehen. Aber wie in aller Welt sollen wir diese Leute finden? Wir werden ganz sicher nichts herausfinden, wenn wir den Leuten keine Fragen stellen. Genau. Katze! Was, wo? Katze! Ein Rätsel. Ein Katzel. Grumpy Cat. Meine Güte, was miaust du denn bitte so laut? Hat der da ein Rätsel in den Pfoten? Oh, mit was für einem Rätsel eine Katze wohl spielt? Wird auch nicht viel anders sein als die, mit denen Cat sich so rumschlägt. Gut, ich zeig dir mal, wie man das macht. Ändern. Ändern? Bildschirm. Achso, ja, Bildschirm. Ich dachte jetzt das Rätsel, weil das wieder auf Japanisch... Der Schwesterkampf. Oh. Zwei Schwestern gehen zur selben Schule. Oh Gott, wie schlimm. Guten Tag. Jeden Tag geht die jüngere Schwester als erste los. Die ältere Schwester verlässt das Haus, wenn die jüngere 100 Meter gegangen ist. Natürlich, damit keiner die zusammen sieht. Die jüngere Schwester geht 1 Meter pro Sekunde, die ältere 2 Meter pro Sekunde. Wie viele Sekunden braucht die ältere Schwester, um die jüngere einzuholen? Sie wohnen im selben Haus, gehen dieselbe Strecke und keine kehrt auf dem Weg um. Das wäre jetzt ein ganz normales Mathe-Rätsel, da muss doch irgendwo... Ja, ich wollte gerade sagen. Da muss doch irgendwo was... Also ich weiß, es ist...
Jüngere als erste los. Die ältere Schwester verlässt das Haus, wenn die Jüngere 100 Meter gegangen ist, ja. Und? Ich meine, es gibt in dem Rätsel nichts, was darauf hinweist, dass die Strecke gar nicht so lang ist. Also von daher... Das ist jetzt echt mies, wenn das so... ...so einfach ist. Ich fresse solche Rätsel zum Frühstück. Okay, gut, es gibt irgendwo was. Okay. Ah, warte mal, wie viele... Nee, doch. Wie viele Sekunden braucht die? Das ist doch eigentlich... Moment. Oh nein, ich glaube, ich habe das falsch rum gehabt. Moment, welche geht? Also die ältere geht 2 Meter pro Sekunde. Warte mal. Und die jüngere 1 Meter pro Sekunde. Die jüngere Schwester geht 1 Meter und die ältere 2 Meter pro Sekunde. Ja. Moment. Und die jüngere geht zuerst los. Ja. Und 100 Meter. Ich weiß gar nicht mal, wie man das rechnet. Na, eigentlich ist es halt so, mit jeder Sekunde würde sich ja der Abstand um 1 Meter verringern. Ja. Und dementsprechend wären ja nach 100 Sekunden 100 Meter weg. Ich wette, am Ende ist es einfach so... Wie viele... 2 Meter... 100 durch 2, 50. Ich wette, am Ende sind es einfach 50, weil die eine auf die andere wartet. Aber dann wäre das ja... Warum? Weiß ich nicht, aber... Weil ein Apfelbaum auf dem Bild ist, keine Ahnung. Ich probiere es einfach mal aus. Ja. Weil ich mir vorstellen könnte, dass die so gemein sind. Echt jetzt? Ey, das ist doch ein Witz. Das ist gemein. Ich wusste es. Das ist aber echt gemein. Da steht nichts dazu drin. Ich wusste es. Die ist bestimmt einfach nur später... Die verpennt halt immer oder so. Und die eine sagt so, ich gehe halt dann schon los und wartet dann halt noch 100 Meter. Mal gucken. Ich wusste es. Das ging ja im Stichschritt, ja. Oder 100 Meter entfernt ist schon die Schule, ja, okay. Ja, da, aber woher soll man das denn wissen? Da, nee, ehrlich, ich habe mir gedacht, dass die Schule 100 Meter entfernt ist, aber woher willst du das wissen? Kannst du nicht. Ja, eben. Ja. Das sind... Oh. Oh, ey. Das ist... Nee, das finde ich... Das Rätsel ist nicht eindeutig gestellt. Für mich nicht. Nein. Ich meine, ich akzeptiere es, dass du da besser drin warst. Das ist voll und ganz. Aber ich bin gerade ein bisschen auf die Rätselsteller sauer bei dem Rätsel.